Moin Leute, ich bin's mal wieder mit einem RL-Video. Ich habe es quasi prophezeit. Es ist etwas für mich gekommen, und zwar gestern. Jetzt muss ich mal mit dem Namen aufpassen. Eine Lieferung. Was könnte das wohl sein? Ich denke, es ist Dead Space 2, was anderes habe ich nicht bestellt. Ich habe mir, um dieses Unboxing zu machen, zwei Freunde geholt, und zwar Schere und Messer. Ich weiß ja nicht, inwiefern dieses Paket zu ist, wann das Spiel zugeschweißt sein wird, aber ich mache das jetzt einfach mal auf. Das ist tatsächlich die erste Lieferung von, also quasi der erste UK-Import, den ich mir besorge, aber ich habe mir gedacht, bei dem Preis muss ich einfach zuschlagen, alles andere wäre quasi bescheuert. Hier kann man jetzt reingucken. Also es ist Dead Space 2. Ja, es ist Dead Space 2. Wer hätte was anderes gedacht? Es ist natürlich die UK-PEGI-Version, wie man hier unten sieht. Ich glaube, bei dem deutschen Spiel ist nur der Multiplayer geschnitten. Allerdings habe ich jetzt für Dead Space 2 plus Versand 23 Euro bezahlt und ich denke, das ist nicht zu schlagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, greife ich da einfach mal zu. Auch wenn es jetzt Englisch ist, das ein bisschen Englisch. Das sollte eigentlich jeder verstehen. Das ist jetzt nicht das Problem. Oh, ich krieg's sogar ohne Schere oder so auf. Ziemlich einfach. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich werde das Spiel dann wahrscheinlich nachher erstmal ausprobieren. Vielleicht kann man ja sogar doch Deutsch einstellen, ich weiß es nicht. Aber wir werden es sehen. So, ich nehme jetzt mal die Kamera. Da haben wir das gute Stück Dead Space 2 von Visceral Games. Ich habe ja den Vorgänger gespielt. Und der war wirklich hammermäßig geil. Also ich hätte es echt nicht erwartet. Ich habe es mir ja damals für 10 Euro, glaube ich, noch besorgt in der EA Classics Version. Bring the Terror to Space. Und ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass es so genial ist. So, dann machen wir das Ganze einmal auf. Die Disc. Ja, Dead Space, natürlich ein sehr gutes Spiel, was man auch schon in den ganzen Kritiken gesehen hat. Horror Survival. Das Handbuch ist nicht besonders dick. Hier stehen wenigstens ein paar Erklärungen zu den Waffen drin. Quasi die nötigsten Dinge. Playing online. Ja, zum Multiplayer-Modus habe ich noch nicht so viel erfahren. Man soll ja diese Necromorphs spielen gegen die Menschen quasi. Also das Handbuch ist wie erwartet sehr dünn. Wie es bei solchen Spielen irgendwie jetzt immer üblich ist. So, hier ist die Disc 2 drin. Hat sogar 2. Hast du jetzt geguckt? Nein. Sehr gut. Dann haben wir hier natürlich noch Werbung für Bulletstorm, was ja auch ziemlich gut sein soll, also Spinatpizza hat es. Ah, hier hinten ist ein Code drauf für, ach, für Dragon Age 2, das trifft sich ja gut. Spinatpizza hat Bulletstorm, soll sehr gut sein. Ja, und hier ist wie gesagt die Disc, mal rausholen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung. Keine Kratzer drin. Nichts, gar nichts. Ja, dann nehmen wir den ganzen Kladderadatsch mal und packen wir ihn wieder hier rein. Also wie gesagt, ich werde das Spiel auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Und nein, ich werde kein Let's Play davon machen. Ich habe nicht mal den ersten Teil Let's Played, also werde ich auch den zweiten Teil nicht Let's Playen. Ihr kennt das ja, wie das bei mir ist. Ich mache sowas nicht. In der Regel.
So, ich habe euch allerdings ein Unboxing vorenthalten. Aber ich habe mir gedacht, weil das kein Spiel ist, lasse ich das einfach. Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Das ist wiederum Amazon.de. Ich muss jetzt echt aufpassen mit dem Namen. Ist auch wie gesagt hier schon geöffnet. Das kam, glaube ich, vor. Das kam am Samstag. Einige dürfen es schon erkennen. Was haben wir denn da? One Piece Band 57. Und 56. Oh, da seht ihr übrigens meine ganzen Bonschenpapiere. Aha, ich bin so ein Fresser. Ich sollte sie mal wegräumen. Aber ich hatte gestern einen Fressanfall. Und Band 56. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ein großer One Piece Fan. Die Geschichte ist sehr, sehr komplex. Da steckt sehr viel drin. Auch ernste Thematiken, das schätze ich immer sehr, obwohl es ein Shonen ist. Das sind die beiden neuesten Bände hier in Deutschland. Und da mir die noch fehlen, so wie ganz viele weitere, habe ich mir einfach gedacht, kaufe ich sie mir mal. Kosten ja nicht allzu viel. Ja, das war's eigentlich schon. Ein kurzes Video. Und. Aha, Ruffy. Demnächst gibt's dann noch irgendwas anderes. Das Fragenvideo, genau. Und dann geht's auch mit den Let's Plays weiter, wenn ich mal wieder was drehe. Darksiders. So, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.